Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser Folge McAllister's Outdoor Cooking. Heute gibt es eine Spezialität vom Grill, nämlich das sogenannte Roadkill Chicken. Hört sich schlimmer an, wie es ist. Das wird nicht platt gefahren, so viel sage ich schon mal versprochen. Und wie wir dieses Roadkill Chicken machen, was wir dafür alles brauchen, das seht ihr alles in diesem Video. Viel Spaß! Wir starten auch schon gleich mit unseren Zutaten. Hier haben wir zwei Brachkerle an Grillhühner. Wir brauchen jede Menge Petersilie. Wir brauchen reichlich Knoblauch, Limetten. Hier haben wir ein bisschen Himalaya, Steinsalz, dann Olivenöl. Wir haben ein paar Pfefferkörner, Chiliflocken und hier hinten haben wir noch einen Mörser. Zubereiten werden wir das Ganze heute auf meinem Kugelgrill. Ihr seht, da sind die Kohlen schon fleißig am Mülmen. Wenn ihr das auf dem Gasgrill machen wollt, das funktioniert genauso. Alles, was ihr braucht, ist eine indirekte Hitze. Geht zur Not auch im Backofen, aber das könnt ihr machen, wie ihr gern mögt. Und dann kommen wir jetzt zu unseren Hühnchen. Ich habe ja gesagt, Roadkill Chicken ist das, was wir heute machen werden. Also wörtlich übersetzt heißt es ein auf der Straße umgekommenes Hähnchen, sprich überfahren. So krass werden wir das Ganze dann heute nicht praktizieren, denn da gibt es einfachere Methoden, als wie wenn man da so ein Hühnchen erst einmal platt fährt. Und ja, dem wenden wir uns jetzt auch gleich zu. Ich schnappe mir hier ein Hühnchen und dann zeige ich euch, wie wir hier vorgehen. Bei unserem Hähnchen müssen wir jetzt das Rückgrat entfernen. Da nimmt man normalerweise eine Geflügelschere dazu, aber wenn man so unprofessionell aufgestellt ist wie ich, muss man sich da ein bisschen mit dem Messer durchmogeln. Also hier hinten habt ihr eure Arschdrüse, den sogenannten Bürzel, und da ist auch das Rückgrat. Da, wenn ihr hier entlang tastet, das merkt ihr. Und da versuchen wir jetzt einfach hier am Rückgrat entlang zu schneiden. Da kommt man mit einem einigermaßen scharfen Messer auch durch und wir schneiden da bis hinter. Die erste Seite ist vollbracht, dann machen wir das Ganze auch von der anderen. Schaut auf, dass ihr euch da nicht schneidet. Bloß wenn ich jetzt hier hinlang, dann seht ihr nichts mehr. Deswegen muss ich das versuchen, dass ihr es jetzt so ein bisschen hinbekommt. Und wenn ihr dann seht, dass ihr hier weitestgehend hinten seid und das Rückgrat freilegt, dann nehmt ihr euch einfach das Rückgrat in die Hand und brecht es hier einmal raus, beziehungsweise schneidet noch das restliche Fett ab. Und das war auch schon die ganze Kunst. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Disziplin des Roadkill Chicken. Wir machen das jetzt zum richtigen Roadkill Chicken. Das heißt, wir drehen das Ganze einmal um und drücken hier einmal mit Schmackes auf die Brust drauf. Ich bin mal ruhig. Also da hört man, wie die Brustknochen dann brechen in der Mitte und das Ganze ist dann schön platt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum macht man dieses ganze Spielchen und lässt das Hähnchen nicht im Ganzen, das ist eigentlich ganz relativ einfach erklärt. Durch das, dass das Hähnchen dann quasi flach ist, hat man da eine viel, viel kürzere Garzeit. Das Ganze geht rasend schnell, im Gegensatz, wie wenn man so ein Hähnchen einfach im Ganzen grillt. Ja, und dann mache ich das auch mit dem zweiten Hähnchen und dann geht's weiter. Dann haben wir jetzt hier unsere zwei Rückgräte liegen. Die könnt ihr entsorgen oder auch aufheben, einfrieren und fürs nächste Mal Hühnersuppe auskochen mitverwenden. Also zum Wegwerfen fast zu schade. Und das soll es dann hier soweit gewesen sein. Wir machen mal eine kurze Zwischenreinigung provisorisch vom Brett hier. Dann geht es jetzt weiter, dass wir uns unsere Marinade kurz anrühren bzw. anmörsern werden. Dazu brauchen wir erst einmal Knoblauch. Das sind gute 6-10, die wir hier haben. Aber da nehmt ihr so viel, wie ihr gern mögt. Wir brauchen dann den Saft von einer halben Limette. Erstmal können wir aber danach noch schauen, ob wir mehr brauchen. Dann haben wir hier noch Petersilie. Ob ihr jetzt da glatte oder hier die krause Petersilie nehmt, das ist eigentlich völlig egal. Wir zupfen uns einfach nur hier die Petersilie mal ab, dass wir nicht zu viele Stängel mit dabei haben. Und wir fangen an, dass wir uns das alles hier drin schön klein stampfen werden und klein mörsern werden. Am Ende soll da einfach eine gute Paste übrig bleiben und das dauert einfach seine Zeit. Und nach ein paar Minuten mörsern, stampfen, was auch immer, sind wir hier schon auf einem richtig guten Weg. Das Ganze ist schon richtig gut eingefallen. Da schauen wir, dass wir jetzt gleich noch ein paar Gewürze mit dran geben, nämlich Pfefferkörner. Wir brauchen grobes Salz, in meinem Fall ist es hier Himalaya-Salz und ein paar Chiliflocken, dass wir da ein bisschen Bums ranbekommen. Und weiter geht's. Zuletzt darf sie dann noch Olivenöl mit dazu gesellen, dass wir hier dann auch wirklich einen schönen Einmarinier-Effekt hinbekommen.
Und ein letztes Mal das Ganze noch ein bisschen durchmengen. Aber ich finde, das Ganze schaut schon richtig herrlich aus und dufttechnisch auch grandios, Freunde. Jetzt schnappen wir uns hier so eine kleine Schwedenschale, nehmen uns unsere Paste hier und wir fangen an, dass wir unser Händchen hier richtig schön einreiben. Wer jetzt sagt, salztechnisch ist ihm das Ganze hier zu wenig, was da drin ist, und der möchte das Ganze würziger haben, der darf auch so ein bisschen Salz vorher schon mal an das Händchen mit rangeben. Aber wir wollen hier einfach grandiosen Geschmack durch ein paar Kräuter und durch die Limette. Puristisches Hähnchen, so wie es einfach sein sollte. Das Ganze passiert dann auch mit Hähnchen Nummer 2. Ja, da hätte man eigentlich schon fast die doppelte Menge an Marinade machen können, aber das geht so auch. Und dann sind wir mit der Einmarinierterei fertig und wir wandern dann gleich rüber an den Kugelgrill. Die Kohlen sind dann auch schon komplett durchgeglüht. Was wir jetzt brauchen, sind hier unsere Kohlenkörbe. Die bringen wir jeweils außen an, dass wir da eine indirekte Hitze zusammenbekommen. Wir geben unseren Rost drauf. Und dann werden wir uns unsere Hähnchen hier einmal in der Mitte platzieren. Und ihr seht, wir haben nur indirekte Hitze hier. Die wird dann quasi hier zirkulieren, wie so eine Art Umluft. Und in der Mitte ist nichts, was unser Gockerl verbrennen könnte. Es kommt der Deckel drauf. Dann versuchen wir hier eine Hitze von 180 Grad zusammenzubringen. Das ist ideal. Mit den Lüftern müsst ihr halt da zur Not ein bisschen regulieren, wie ihr es braucht. Und das war's dann auch schon. Zeittechnisch hätte ich das Ganze jetzt mal bei einer Dreiviertelstunde bis Stunde angesiedelt und das werden wir aber später dann mit dem Thermometer überprüfen und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nachher wieder. Herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder und ihr könnt hier sehen, ich habe jetzt das Thermometer mittlerweile in den Händchen angebracht. Wir haben 80 Grad als Ziel, bei 79 Grad sind wir aktuell, 3 Minuten verbleibend. Und ich hätte gesagt, wir schauen jetzt einfach mal in unseren Grill rein. Temperaturtechnisch in der Brust sind wir auf jeden Fall fertig, aber die Farbe oben gefällt mir noch gar nicht. Das darf noch bräuner werden, deswegen machen wir jetzt hier Trick 17. Ich werde hier schnell umbauen, werde die Kohlekörbe in die Mitte schieben, dass wir da noch ein bisschen von unten direkt angrillen können und da sollten wir dann nur ein bisschen Farbe drauf bekommen. Und so machen wir das jetzt auch. Wir legen die Hühner einmal mit der Brustseite nach unten und dann schauen wir hier, dass wir hier auf 2-3 Minuten ein bisschen Farbe drauf bekommen. Das Ganze natürlich unter Beobachtung, denn das alles soll nicht schwarz werden. Und da haben wir jetzt unser Hähnchen, also das Ganze ist minimal besser geworden, aber ich habe gesagt, ich verzichte lieber auf knusprige Haut, aber habe dafür noch saftiges Fleisch. Und dann hätte ich gesagt, werde ich mir jetzt hier mal so eine Keule hier herauslösen und dann werden wir das Ganze probieren. Und da freue ich mich jetzt drauf, ich sage guten Appetit, da werde ich jetzt klassischerweise einfach in unseren Schenkel hier mal reinbeißen. Und tatsächlich ist sogar ein bisschen Crunch dran an unserer Haut, also habe ich mir schlechter vorgestellt, als es jetzt hier tatsächlich geworden ist. Und geschmackstechnisch das Hühnchen natürlich so, wie Hühnchen sein muss. Schön zart, schön saftig und von unserer Marinade, die wir da dran gegeben haben, also die schmeckt mir richtig gut. Das ganze Knoblauchlastige taugt mir mega. Ich muss bloß aufschauen, mir hängt jetzt hier so ein Faden am Zahn. Nicht, dass ihr das seht, schaut ein bisschen eklig aus dann. Also ich werde ja nochmal ein bisschen schnabulieren. Also Roadkill Chicken, definitiv eine Sache, die man einfach mal so machen kann. Normalerweise sage ich, für so ein ganzes Hähnchen braucht man mindestens 1,5 Stündchen. Wir haben jetzt hier eine gute Stunde braucht, allerdings sind wir auch bis auf 80 Grad Kerntemperatur hoch. Wenn er sagt, ihr geht da auf 70, dann ist das nochmal um einiges saftiger. Aber meine Mädels da drin, die möchten das nicht auf 70 Grad, das ist ihnen dann zu rosa. Und deswegen bin ich auf 80 Grad hoch und dann, ja, wenn er auf 70 Grad geht, sollte er das Ganze in einer Dreiviertelstunde schaffen. Also ihr seht, rasend schnell solche Geschichten hier als Roadkill Chicken und geschmacklich geil. Ihr könnt das Ganze natürlich auch würzen, wie ihr gern mögt, das sei euch gesagt. Aber diese Marinade, die wir heute hier gemacht haben aus Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Chili, Salz, Pfeffer. Vielleicht habe ich was vergessen,
aber das ist richtig, richtig geil. Mal ein bisschen anders da, wie man es kennt, wo man es eigentlich immer nur so mit Paprika, Salz, Pfeffer oder den klassischen Henne-Hühnchen-Gewürzen würzt. Ja, und mit diesen Worten möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, das kleine Grillvideo hat euch wieder soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir einen Daumen nach oben. Freundlicher Kommentar, solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein. Hier oben könnt ihr das dann gerne jederzeit nachholen. Dann bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao. Ach ja, und wir werden uns da jetzt schöne Pommes dazu machen. Ciao, ciao.